Ja, wir haben zu danken für diesen schönen Beitrag an dieser Stelle, der nochmal irgendwie auch ältere Männer als Bannerträger von Caring Masculinities charakterisiert hat. Da würde ich auch gleich einsteigen, Frau Scholz. Sehen Sie auch irgendwie eine bestimmte Männergruppe als die Bannerträger oder die, die voranschreiten? Bislang hatte man ja immer die Väter im Blickpunkt. Also gibt es eine Männergruppe, die besonders für Caring Masculinities streitet oder sich dafür einsetzt, aus Ihrer Sicht? Ja, also ich fand jetzt erstmal den Vortrag über die älteren Männer sehr, sehr schön, auch als ein Praxisbeispiel für Caring Masculinities und habe dann mir hier so aufgeschrieben, dass man tatsächlich ja das auch nochmal in Bezug auf Enkel, Kinder denken könne. Na, einen Bannerträger sehe ich jetzt eigentlich nicht, was mich eher beschäftigt, und das ist vielleicht etwas provokativ, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ja, auf Ich jeden Fall. forsche ja gerade auch zu adoleszenten Jungen. Also wir haben in einem Forschungsprojekt hier an der FSU Jena 15-jährige, circa 15-jährige Jungen befragt, nicht beforscht, also mit ihnen gesprochen, auch zweimal. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass die Jungen sich engere Beziehungen zu ihren Vätern wünschen. Und ich war ehrlich gesagt irritiert. Wir haben diese Diskussion über involvierte Väter seit mindestens den 1990er Jahren. Da wurde damals diskutiert, ja, das sind Medienkonstrukte, das ist in der Praxis nicht so, aber mittlerweile ist ja eine involvierte Vaterschaft, wie ich vorhin auch gesagt habe, Teil hegemonialer Männlichkeit. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das vor allen Dingen immer in Bezug auf Kleinkinder diskutiert wird. Und wir haben eine merkwürdige Lücke in Bezug auf adoleszente Jungen. Und da muss man feststellen, dass da es den Vätern kaum gelingt, den Fürsorgebedürfnissen, die in den Interviews geäußert werden, gerecht zu werden. Und das hat mich sehr irritiert. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Und eine These ist, dass das der Übergang vom Kind zum Erwachsenen ist und dass zwar eine Zuwendung zu den Kindern erfolgen kann, aber zu den männlich werdenden Jugendlichen, dass das irgendwie ziemlich schwierig ist. Beschäftigt mich, und um nochmal auf den Vortrag von Hans Prömper zurückzukommen, die Großväter können das irgendwie besser. Also das ist sehr spannend, dass die Jungen dann sehr viel von engen Beziehungen zu Großvätern, auch zu Großmüttern berichten, die ihren Fürsorgebedürfnissen gerecht werden. Und ja, könnten wir diskutieren. Also woran liegt das, dass die Väter dann so stark eingebunden sind in die Erwerbsarbeit, in andere Dimensionen des Lebens? Also genau, also insofern, ich sehe keine Bannerträger, aber würde dem Argument folgen, dass wir stärker auf den Lebenslauf gucken müssen, was da jeweils für Bedürfnisse sind, was geleistet werden kann, wo auch vielleicht neue gesellschaftliche Freiräume geschaffen werden müssten, damit es überhaupt möglich ist. Dazu war auch eben im Chat eine Diskussion, also wie viel Erwerbsarbeit ist überhaupt irgendwie dann zuträglich oder wie, also wie muss das neu aufgestellt werden? Also wie viel Prozent der Erwerbsarbeit können wir uns noch leisten, wenn wir Sorgearbeit ernst nehmen, um das vielleicht auf einen Punkt zu bringen? Haben Sie eine Prozentzahl? Also um wie viel müssen wir Erwerbsarbeit für alle zurückschrauben, damit wir uns Caring Masculinities irgendwie leisten können? Damit Naja, das es, selbstverständlicher wird? genau, ja, es werden ja verschiedene Sorgemodelle diskutiert, also zum Beispiel in nordischen Ländern, dass man eben so ein Lebenszeit-Arbeitskonto macht, auf dem eben in der Zeit, in der Familiengründung erfolgt und Familienarbeit geleistet werden müsste, beide Geschlechter eigentlich weniger arbeiten müssten, können müssten, ne? Ich habe mir jetzt im Vorfeld diese Debatten nicht nochmal genauer angeguckt. Hier Ich werden glaube, einfach es Prozente lief gehalten, also so. 70%, 80%, 30 Stunden, 20 Stunden. Genau, Also, eher so 30 Stunden. okay. Eher so 30 Stunden. Und das ist ja auch interessant, dass eben in Schweden auch der Urlaub kürzer ist, ne? Weil gesagt wird, also den Eltern nützt gar nicht so wahnsinnig viele Wochen Urlaub und dann geschlossene Kinderbetreuungseinrichtung, sondern lieber eine kürzere tägliche Erwerbsarbeitszeit.
Es gab schon eine Wortmeldung aus dem Publikum an dieser Stelle. Wir wollen das zwar hinterher erst öffnen, aber wir machen es an dieser Stelle. Ich kann auch wieder nur die Hälfte des Namens, also den Vornamen kann ich ganz lesen, Jörg, und dann Team beim M hört's auf. Vielleicht einfach kurz vorstellen und dann genau in die Diskussion. Mein Name ist Jörg Thiemann. Okay. Ich arbeite nach VfB Südwestfalen seit mittlerweile 5 Jahren. Ich habe aus meinen persönlichen Erfahrungen habe ich vielleicht noch eine ganz andere Perspektive, die da auch mit reinspielt. Und zwar die, ich sag mal, eine Handhabung letztendlich, dass die Männer überhaupt dieses Care anbieten können. Mal 2 Beispiele aus meiner Vergangenheit. Zum Beispiel habe ich relativ spät promoviert und ich habe auf Deubel kommen raus, dann Promotionsstipendien gesucht für Alleinerziehende. Ich bin alleinerziehend. Es gibt keine. Also wenn Sie überall schauen, auch wenn das dann halt jetzt endlich als Titel draufsteht, richtet sich das immer an alleinerziehende Mütter. Das heißt, da haben Väter gar keine Möglichkeit, das zu machen. Also ich musste es letztendlich in Anführungszeichen nebenbei machen. Hab's dann halt, da waren meine Kinder Gott sei Dank noch recht klein, ab 7 Uhr mich dann an die Doktorarbeit gesetzt, bis nachts um 12 und dann morgens wieder zum Arbeiten. Eine andere Geschichte ist, ich habe dann einmal versucht, Gott sei Dank bin ich nicht darauf angewiesen, es gibt sicherlich, sage ich mal, Väter, auch alleinerziehende Väter, die sicherlich das höhere Probleme, höhere Hürden gehabt hätten als ich, muss ich dazu sagen. Ich habe versucht, eine Vater-Kind-Kur zu beantragen. Und die wurde, das war das kürzeste Beratungsgespräch meines Lebens beim Mütter-Genesungswerk. Frage, sind Sie chronisch krank? Nein, okay, dann kriegen Sie keine Kur. Ich habe dann mit auch unter wissenschaftlichen Arbeiten, Aspekten, dann auch mit Vertretern des Mütter-Genesungswerks auch Kontakt gehabt. Und dort wurde mir bestätigt, dass in Relation natürlich weniger Männer eine Kur beantragen, allerdings auch in absoluten Zahlen mehr Männerkuren abgewiesen werden, als die von Frauen. Und aufgrund dieses Gespräches, da habe ich dann der guten Frau versprochen, dann das nochmal zu versuchen. Und die hat mir dann jetzt auch, das ist jetzt mein zweiter und letzter Versuch, eine Kur zu beantragen, dann auch Unterlagen zugeschickt. Was ich auch interessant fand, bei den Formularen, da ist immer von Frau, Punkt, 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 ne, die Rede. Also ich denke mir mal, dass da in der Gesellschaft auch ein bisschen was gemacht werden muss, auch von der rechtlichen Seite was gemacht werden muss. Eine andere Geschichte, ich habe 4 Jahre gebraucht, um durchzubekommen, dass ich den Erziehungszeitanspruch von meiner Kinder auf meinen Namen geschrieben habe, gut geschrieben bekommen habe. Da war die Argumentation gewesen, dass das bei Vätern recht ungewöhnlich ist. Das war natürlich auch ein interessanter Punkt. Und ganz zum Schluss auch noch, wie gesagt, ich bin Gott sei Dank nicht in der Situation. Ich habe ehrenamtlich in der Insolvenzberatung gearbeitet und habe dort auch viele Väter gehabt, die aus wegen entsprechend unterhaltspflichtig gewesen sind. Und die wurden auch logischerweise, was auch recht ist, dann zur Kasse gebucht. Und in meinem Fall zum Beispiel, meine Frau ist promovierte Psychologin und ich habe auch Unterhaltsvorschuss beantragt. Allerdings meine Frau nicht verklagt auf Unterhalt, das Gott sei Dank nicht. Aber da ist mir dann meine Frau hat einen Brief gekriegt und das war es dann. Also da gibt es noch Unterschiede, warum Männer letztendlich auch teilweise gar nicht in diese Care-Situation kommen können. Ganz herzlichen Dank. Das waren jetzt 4 Beispiele. Genau, Hans, ich hätte dich auch direkt dazu befragt. Also wie eben quasi auch so fürsorgende Männlichkeiten im Alltag an Strukturen, die eher auf fürsorgende Weiblichkeiten ausgerichtet sind, eventuell scheitern können. Oder wo es tatsächlich für Männer tatsächlich schwerer ist, eben Rechtsansprüche oder auch Förderungen zu kriegen an dieser Stelle. Hans, du hattest dich aber vorher schon gemeldet, aber vielleicht auch gleich zu dem Beitrag noch 2, 3 Worte. Also ich hatte jetzt über den Aspekt von Silga Scholz nachgedacht, wie das mit den Jungs ist und warum es mit kleinen Kindern vielleicht leichter fällt für die Väter.
Zum einen, also weiß ich aus eigener Erfahrung, ich halte mich für einen involvierten Vater, aber ich weiß von meinen Kindern, dass das ganz unterschiedlich rübergekommen ist und dass es nicht unbedingt immer erfolgreich sein muss im unmittelbaren Erleben. Was mir aber einfällt, ist, also oft ist es ja mit den Großvätern einfacher. Und wir alle, zumindest meine Generation, Nachkriegsgeneration, wir kommen ja aus Familien, wo wir uns stark von unseren Eltern abgegrenzt haben, wo wir von diesen schweigenden Vätern weg wollten. Und wenn wir diese Bilder in der Pubertät, in der späteren Kindheit, Jugend, geht es um Ablösung und da gibt es Konflikte und Knatsch, wenn wir das im Kopf haben, dann sind wir vielleicht innerlich unbewusst auch gar nicht so locker und offen dafür, und zu meinen, ja, die Kinder, die haben Fragen an uns und dann denken, ja, die wollen doch eher von uns abhauen irgendwie. Aber trotzdem wäre das umgekehrt nochmal ein Plädoyer, dass wir die Großväter da stärker reinbringen könnten, denn da ist es oft, man hat ja auch die Intergeneration- und Kriegsfolgenforschung gezeigt, dass es viel einfacher ist, über eine Generation überspringend über bestimmte Fragen ins Gespräch zu kommen. Auch in meiner eigenen Geschichte war es so, dass ich ein schwieriges, ein gravierendes Ereignis habe ich eher mit meiner Oma oder meinem Opa erzählt als meinen Eltern. Das heißt, das ist also kein neues Phänomen an dieser Stelle. Nein, nein, alle Väter in Männergruppen klagen über ihre abwesenden Väter. Also alle Männer klagen über abwesende Väter. Inwieweit sie das selber sind, gut. Interessant. Klagen wir über mehrere Generationen, bis sich das ausläuft. Irgendwie. Das ist schon ein negatives, mega aktives Publikum an dieser Stelle. Ja. Also wir können da gar nicht so gut unter uns bleiben. Ich glaube auch, wir öffnen die Diskussion einfach, ja, okay. Egal in welche Richtung es uns treibt an der Stelle. Deshalb würde ich einfach die nächste Wortmeldung zu Wort kommen lassen. Ich sehe wieder nur einen Teil des Nachnamens Haken. Botte K. Also da endet es bei mir. Aber der nächste Nachname ist kürzer, da kann ich mehr lesen. Dann vielen Dank. Mein Name ist Hagen Bottek, hier aus Jena, also nicht hier, sondern aus Jena vom Projekt A4 Beratung von Männern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind und von Stalking. Ich hätte eine Frage an, also erstmal vielen Dank für die Vorträge, ganz spannend und schöne Ideen, kann ich gut mitgehen und finde ich auch sehr anregend. Ein Gedanke und eine Frage dazu, was hat denn das Thema Care Masculinities mit der gewachsenen Lebenssicherheit von uns zu tun? Also ich denke, es kam vor uns mal so die Nachkriegsgeneration, das ist also schon eine Weile her. Und gewachsene Sicherheit könnte ja auch nochmal bedeuten, ich kann mich auch anderen Themen annehmen. Auch die erhöhte Lebenserwartung wurde kurz angesprochen. Und damit so das Thema Leben im Frieden und damit der Möglichkeit, bestimmte Themen überhaupt aufzugreifen. Und die Frage dann weiterführend ist mit der vielleicht anstehenden Diskussion des Klimawandels und damit auch einhergehenden Lebensverunsicherung, die damit ja wieder eine Rolle spielen könnte, wäre die Frage, ist das nicht auch wieder etwas, was das Ganze ein Stück ins Wanken bringt und da auch ein bisschen kratzt, weil da ja auch die Frage da ist, also die Machtfrage wieder gestellt werden könnte. Und das ist ja bei dem Thema hegemoniale Männlichkeit, wird ja die Machtfrage gestellt, also zumindest verstehe ich das so. Und insofern die Frage und dann so ein bisschen die These, müsste bis dahin nicht der Gesellschaftswandel schon da gewesen sein, weil wir sonst in alte Strukturen wieder verfallen. Und ja, das wäre die Frage. Danke sehr. Frau Scholz, direkt dazu. Sie haben an einigen Punkten des Statements so genickt. Genau, ich antworte jetzt gern, dann werde ich mal kurz einmal meine Kamera ausmachen und die Tür schließen, weil ein Kind im Garten spielt, was es natürlich tun soll, aber mich irritiert das gerade ein bisschen. Okay. Genau, also ich habe genickt, weil in Jena führen wir ja auch die Debatte um den Postwachstumsgesellschaft. Das ja, hört sich jetzt vielleicht erstmal als so ein Begriff an, der nicht so gut zu handeln ist, aber Hans Prömper hat ja vorhin auch schon auf Hartmut Rosa verwiesen, der ja auch einer der Protagonisten dieser kapitalistischen Postwachstums, der den Kapitalismus hoffentlich überwindenden Postwachstumsgesellschaft ist. Und da ist eben tatsächlich die Frage, wie lässt sich das langfristig umsetzen? Also wir haben führen große theoretische Debatten, dann geht es aber eben auch um Anschlüsse an
veränderte Praktiken mit Klimawandel. Und ich habe gedacht, ich fand das Argument jetzt interessant mit der gewachsenen Sicherheit, weil ich nehme es eigentlich eher so wahr, dass es doch eine starke Prekarisierung gibt, sowohl auf dem Erwerbsmarkt, dass eben doch immer mehr Männer ziemlich unter Druck kommen, entsprechend Erwerbsarbeit unter diesen Bedingungen zu leisten, da vielleicht der Klimawandel und Ähnliches nicht im Vordergrund steht. Das ist aber bei der jüngeren Generation auf jeden Fall der Fall. Also was wir auch in den Interviews mit den Jungs sehen, ist eben eine Sorge um die Welt, die sie wirklich auch umtreibt. Und die Frage ist, wie können wir an der Stelle jetzt eigentlich neue Allianzen schmieden? Ne? Also so Mara Kastein und ich haben dann auch darüber diskutiert, ob nicht die gleichstellungsorientierte Männerpolitik sich irgendwie auch mal mit der Degrowth-Bewegung zusammentun müsste, um da Initiativen in Gang zu bringen. Wir haben das hier in Jena so ein bisschen versucht, ne? Aber dann ist ein großes Forschungsprojekt wieder zu Ende, dann muss man wieder was Neues machen und da fehlen dann auch immer so ein Stückchen die Ressourcen. Aber das fände ich total spannend, wenn wir da nochmal gucken könnten, wo können da wirklich so Allianzen entstehen und was kann in den Praktiken verändert werden. Und jetzt mache ich das mal ganz kurz. Mhm. Ich würde ihr das Wort weitergeben an Hans Bromper. Du hattest es eben ja schon mit Lebenssorge irgendwie auch, genau diese Sorge um Umwelt oder um Zukunft irgendwie mit abgedeckt. Wie kommentierst du den Beitrag? Also nochmal aus gerontologischer Perspektive, Van Dijk, greift das Potenzial dieser fitten Alten mit Geld mit etwa 25%. Das heißt, 75% der Gesellschaft sind vielleicht eher in teilweise prekären oder einfachen Verhältnissen. Aber trotzdem ist es so, also Peter Cross, ein Soziologe, schreibt den Alten ein unheimliches Transformationspotenzial von Entschleunigung zu, weil in dieser Phase, wir sind nicht mehr an Produktivität beteiligt, wir haben jede Menge Zeit und wir sind auch wirklich in vielem langsamer. Und das ist eine Chance für die Gesellschaft. Bei den Alten ist es nur so, dass die Altersbilder sich immer noch an ihrer eigenen Jugendlichkeit und Produktivität und Konsum und alles Mögliche orientieren und dass man nicht alt sein möchte. Aber in dem Moment, wo es gelingen könnte, da einen Schalter umzulegen und zu sagen, hier, wir haben was beizutragen. Wir sind nicht die Abgeschriebenen, sondern wir sind eigentlich die Speerspitze des Postwachstums. Es gibt ja auch Omas und Opas für Klima oder gegen Rechts, solche Initiativen. Also von den grauen Pandern spricht man heute nicht mehr, aber es gibt andere, wo man durchaus neue Allianzen einfach schließen oder machen könnte, wenn die älteren Männer oder älteren Menschen empowered werden, also tatsächlich auch den Schalter in sich umlegen, dass sie etwas beizutragen haben, dass sie keine Restgröße sind, sondern wirklich eher Speerspitze oder was Wichtiges zumindest. Bevor ich die nächste Wortmeldung zu Wort kommen lasse, im Chat war das aber auch nochmal, das ist ja jetzt die These quasi, können sich das nur die älteren Männer leisten. Also im Chat tobt auch die Geschichte, also kurze Vollzeit ist zwar gut, ist aber dann aber auch auf öffentliche Erziehungsangebote oder Kinderbetreuungsangebote angewiesen. Also das heißt, also für welche Lebensphase ist das denn wirklich, also auch unter den herrschenden Bedingungen, wo eben tatsächlich insbesondere in ländlichen Gebieten Kinderbetreuung zu im ganzen Jahr kaum zu finden ist. Welche Altersgruppe kann man da eben tatsächlich machen? Und dein Argument geht jetzt auch in eine Richtung zu sagen, die älteren Menschen oder die älteren Männer haben jetzt tatsächlich eine privilegiertere Situation aufgrund ihrer eben nicht mehr Erwerbstätigkeit. Aber vielleicht können wir dieses Thema kurze Vollzeit nochmal abschließen oder vielleicht einen letzten Kommentar von Ihnen, Frau Scholz, dazu machen und dann würde ich Herrn Brüchle dran nehmen. Sie sind noch stumm. Entschuldigung. Alles gut. Ich habe das letzte akustisch nicht verstanden. Kurze
kurze Vollzeit war das. Also kurze diese 30 Vollzeit. Stunden, die Sie auch schon gesagt haben, das war die Überschrift genau. In Z, also das muss auch irgendwie gesellschaftlich gerahmt sein oder dafür müssen die Rahmenbedingungen vor Ort stimmen. Genau, was wir uns jetzt hier fragen können, weil es geht ja um gleichstellungsorientierte Männerpolitik, also wo sind denn dann eigentlich die Anschlussstellen, sowas politisch in Gang zu setzen? Das frage ich mich, weil es geht ja dann auch, also wir haben diese Abteilung im Bundesministerium Frauen, Familie, Gesundheit, Senioren und so weiter. Und müssten da nicht nochmal auch stärkere Impulse gesetzt werden? Also wir haben zum Beispiel gar nicht über den Beitrag des ersten Mannes gesprochen, der als alleinerziehender Vater gesprochen hat, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass Dokumente entsprechend formuliert sind, dass also auch Männer mit Sorgeverantwortung angesprochen werden, dass die auch eine Kur in Anspruch nehmen können. Da ist man eigentlich immer so ein bisschen geschockt, dass sowas immer noch nicht selbstverständlich geworden ist. Und wer kann eigentlich diese Arbeit leisten, das immer wieder in den gesellschaftlichen Diskurs einzuspeisen und dann eben auch Politik dazu zu animieren, involvieren, das zu tun? Das fände ich nochmal eine wichtige Frage. Mhm. Also, Hans, okay. Und dann also dazu nur ein kurzer Hinweis. Also wir als Fachgruppe ältere Männer des Bundesforums haben darauf hingewirkt, dass das Bundesforum Mitglied wird bei der BAXO, also der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation. Und beim Deutschen Seniorentag, jetzt im November dieses Jahres, wollen wir dieses Thema einbringen in ein Podium. Also und wir suchen da einfach neue Zugänge zu politischen Handlungsfeldern oder Akteuren. Ne? Ja. Toni Brüchle, danke für die Geduld. Sie sind noch stumm geschaltet, ja, jetzt. Ah, man hört mich jetzt? Ja. Sehr schön. Also, mein Name ist Anton Brüchle oder Toni Brüchle, das ist meine E-Mail-Adresse. Und ich bin Vater von 3 Kindern, 2 erwachsene Töchter, 30 und 26 und habe noch einen 12-jährigen Sohn und das passt jetzt. Ich bin jetzt von 0 auf 100 hier in dieses Forum quasi, habe ich mich angemeldet. Also ich finde es ganz toll. Und wie gesagt, das passt jetzt zum Vortrag von Hans Prömper. Ich bin 61, 12-jähriger Sohn und es passt auch zum Vortrag von der Frau Silka Scholz. Im Ruhestand, Vorruhestand. Und ich sehe dieses Care Masculinitis als ganz gut, fortschrittlich. Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll jetzt. Ich finde es einfach toll und ich bin irgendwie in einer Grauzone. Und auf den Vortrag von Hans Prömper ist es so, dass ich als Opa, ich bin ja eigentlich noch Vater, das genauso sehe. Ich bin eben Vater in dieser Grauzone und erziehe meinen Sohn noch dazu in Trennung von der Mama von meinem Sohn und sehe das ganz genauso eben, wie er das sagt, als älterer in der Männlichkeit, in der Fürsorge, was ich vorher auch schon in meiner Erwerbstätigkeit gehabt habe, sehe ich das einfach wunderbar in der Freizeit, dass ich mit 12 Jahren meine Männlichkeit meinem Sohn so weitergeben kann. Es ist eher ein Beitrag jetzt als eine Frage. Es ist einfach so, dass ich hier wunderbar in dieser Runde, so wie es ausschaut, in den zwei Welten, politisch, gesellschaftlich, in einer Grauzone stecke als subjektives männliches Objekt. Das ist doch gut. Wir haben ja auch viel über Lebenspraktiken oder Lebenssituationen schon gehört und gesprochen und dann so ein anschauliches Beispiel auch nochmal zu kriegen. Ganz herzlichen Dank für den Beitrag an dieser Stelle. Dann würde ich weitergeben an Thomas Wilder.
der sich auf der Rednerliste gesetzt hat. Und dann sehe ich Kevin, nur als Vornamen. Nur. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Frage von Frau Schulz, woran das wohl liegen mag, dass die Jungen sozusagen nicht mit den Vätern sich ausreichend in Kontakt fühlen. Praktische Antworten haben wir ja auch schon gehört. Ich hätte jetzt mal die Frage in die Runde, ob nicht vielleicht sogar eine gewisse Tücke dann in dem Begriff Caring Masculinities steckt. Weil wenn ich mich das als Teil hegemonialer Männlichkeit vorstelle, kommt es natürlich gut, mich dann im Bild mit dem Kleinkind zu sehen, was wirklich auf die Pflege angewiesen ist. Eine Auseinandersetzung mit dem 14-, 13-, 12-jährigen Pubertierenden, im früheren Jahrhunderten quasi schon fast Erwachsenen, ist natürlich anstrengender. Könnte es nicht auch sinnstiftend sein, dann eher auf einen Begriff auch alternativ zu überlegen, der an Generationen miteinander fokussiert? Weil wir haben jetzt eben sehr lange Lebenszeiten und dabei schneiden sich jetzt eben Generationen, die sich früher vielleicht kaum begegnet wären, weil die Eltern einfach so zeitig gestorben sind. Ich sehe das bei mir selber jetzt auch gerade. Wir arbeiten die Akten auf, ich räume mein Elternhaus, ich bin 60, jetzt geht meine Mutter ins Altenheim mit 84. Jetzt übernehme ich das hier. Das wäre vor in der Generation, zwei Generationen vorher noch kolossal anders gewesen. Meine Eltern haben mit 30 übernommen, weil das eben für die Eltern damals schon vorbei war mit dem. Also Generationen miteinander Bewusstsein zu gestalten, um eine Alternative zu haben, dass man immer nur in diesem Versorgungsbegriff denkt. Da muss immer einer gepflegt werden. Frau Scholz. Genau. Ja, ich verstehe das jetzt als ein Plädoyer, vielleicht doch nochmal konzeptionell Begriffe zu überlegen. Also mir geht es ja in der Forschung auch so, dass auf die jungen und männlichen Jugendlichen immer mit dem Konzept der hegemonialen Männlichkeit geguckt wird und dann eben mit Wettbewerbs- und Risikoorientierung. Und wir krampfhaft nach einem anderen Begriff suchen, der einfach fassen kann, dass die Jugend eine spezifische Lebensphase ist, in der eben, ich habe heute den ganzen Tag an so einem Fall von einem Jungen gesessen, der durchaus wettbewerbs- und risikoorientiert ist, aber gleichzeitig total fürsorglich und sich um seine kleine Schwester kümmert und sogar dann freiwillig Hausarbeit übernimmt, damit sein Vater ein bisschen mehr Freizeit hat. Und das ist gar kein Widerspruch für ihn. Also das vermittelt sich und im Moment haben wir dann auch wieder dieses englische Young Masculinities, wo ich auch noch nicht so sicher bin, ob der Begriff das trägt. Also ich verstehe es jetzt eher so als eine Anregung zu gucken, ob dieses Caring Masculinities wirklich greift als ja, so ein Bild, was lebensphasenspezifisch übergreifend ist oder ob wir dann vielleicht doch nochmal was anderes bräuchten. Also wäre ja auch die Frage zurück ans Hans Prömper, wovon fühlen sich denn die älteren Männer, die Sie befragen, angesprochen, wenn es um Männlichkeit geht? Wie verstehen die sich? Ich kann direkt antworten. Du kannst auch noch Bedenkzeit haben. Nein, also das, was mir unmittelbar einfällt, ist natürlich, dass man sich als Fürsorgen, als Sorgender versteht. Also wir haben so, in einem Projektseminar haben wir mal eine Befragung gemacht, was macht, guck mal eine Woche, was fällt alles so bei euch an Sorgetätigkeiten an und dann war natürlich auch Lohnsteuer, Auto und so weiter. Aber eine große Frage ist, dass gerade dadurch, dass Sie jetzt auf einmal zu Hause sind, dass Ihnen die Partnerschaft neu in den Blick kommt und wo Sie merken, ja, ich muss irgendwie auch mit meiner Frau sprechen können oder dass ich an dem Seminar hier teilnehme, meine Frau merkt, dass sich bei mir irgendwas ändert, in meiner Orientierung mit ihr zu reden. Also das heißt, sie entwickeln eine Fürsorglichkeit im unmittelbaren Sozialraum. Ob es da auch welche gibt, die da scheitern, die haben wir jetzt nicht befragt. Also jetzt, das ist eine andere Zielgruppe. Aber vieles richtet, also der Blick weitet sich wirklich auf das unmittelbare soziale Umfeld, was als Gestaltungsraum stärker in den Blick gerät als vorher. Aber die Frage von Thomas Wilde, ob Caring Masculinities ein guter Begriff ist, habt ihr jetzt beide nicht beantwortet. Also ich spreche lieber von fürsorglichen Männlichkeiten, aber da mit den Männlichkeiten, das ist auch eher so ein Fachbegriff, da kann man ja auf dem lebenspraktischen Markt auch nicht groß landen, glaube ich. Frau Scholz, als Professorin sind Sie natürlich wahrscheinlich eher bei dem englischen Terminus technicus, aber wo
Nicht unbedingt. Also das ist ja nochmal eine interessante Frage. Der Begriff der toxischen Männlichkeit kommt ja eigentlich auch aus einem Buch eines jungen englischen Journalisten, dessen Name ich gleich nicht im Kopf habe, aber gleich wird er im Chat auf. Irwin, genau. Und dieser Begriff hat sich ja total durchgesetzt. Ne? Das ist ja erstaunlich, was der für eine Karriere gemacht hat. Also er ist sozusagen als Begriffsbehälter für alles Negative geworden. Und ja, ist für mich eine offene Frage, also ob fürsorgende Männlichkeiten im öffentlichen Diskurs auch so eine Rolle spielen können. Also das muss nicht immer der englische Begriff sein, um Gottes Willen, das ist nicht gefragt. Und ich kann die Frage nicht beantworten. Also ich gucke so akademisch drauf und habe gesagt, im akademischen Diskurs und das, was so um den akademischen Diskurs drumherum geht, hat er sich als Diskursfigur etabliert. Und deswegen würde ich ihn auch nicht wieder abschaffen. Also wir haben hier in Jena vor 2019 auf einer Tagung gesessen, die Hälfte war wirklich sehr aufgewühlt, die Hälfte hat gesagt, Scheißbegriff, in die Tonne, nützt gar nichts. Und die andere Hälfte hat gesagt, doch, das ist eine Diskursfigur, unter der wir überhaupt erstmal den Zusammenhang von Männern, Männlichkeiten und Fürsorge debattieren können. Ja, und ich habe nicht wirklich die Antwort. So, nur eine kurze Ergänzung. Also ich erlebe, dass viele sich selber als Objekt von Fürsorge überhaupt erst entdecken und merken, Selbstsorge ist wirklich ein Thema für ältere Männer. Das haben sie jahrzehntelang verpasst, haben das übersprungen, nicht gelebt. Thomas, das müsstest du ja in deinem Hauptjob auch wissen, spüren. Mein Hauptjob ist im Gesundheitsbereich, also deshalb war das jetzt eine Nebenbemerkung dazu. Kevin hat jetzt zwar einen Nachnamen dazu gemacht, den kann ich aber nur halb lesen, also insofern einfach nochmal vorstellen und ja, genau, jetzt sehe ich erst auch lange. Also. Ja, danke dir. Ich bin Kevin Trendelenburg, Wirtschaftspsychologe, Coach und arbeite momentan auch im Jobcenter und ich möchte gerne so bei diesem Themengebiet des Empowerments, aber auch bei dieser Selbstfürsorge ansetzen. Ich selber bin durch meine Ausbildung, durch mein Studium in der glücklichen Lage, in Teilzeit arbeiten zu können in der Behörde und dadurch meiner Frau ein Studium zu ermöglichen und jetzt demnächst bald das zweite Kind begrüßen zu dürfen. Und abgesehen, wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, ist, finde ich, dieses Thema der Selbstfürsorge auch in meinem Berufsalltag, wie ich das in der Arbeit mit den Arbeitslosen sehe, auch immer ein ganz präsentes. Also zum einen eben auch die finanziellen Rahmenbedingungen, das will ich gerade mal außen vor lassen. Aber ich habe auch eine Zeit lang Gesundheitscoachings und Resilienzcoachings für Arbeitslose gemacht und da festgestellt, dass eben genau diese Themen von Selbstreflexion oder auch ja, überhaupt so diese Auseinandersetzung mit dem, wie geht's mir, wer bin ich, was ist mir wichtig, welche Bedürfnisse habe ich, wie habe ich auch diese Aushandlungsprozesse, diese Konfliktprozesse mit Eltern, Kindern, mit Familie eigentlich gelernt anzugehen, um überhaupt einen Weg zu finden, der allen Beteiligten es ermöglicht, für ihre Bedürfnisse zu sorgen und auch selber für die Bedürfnisse der anderen zu sorgen. Und da ist so die große Frage, die mich beschäftigt, weil das auch durchweg über alle Bildungsschichten hinweg geht. Also da will ich jetzt auch kein Klischee von Arbeitslosen bedienen an der Stelle. Wie eben Bildungsarbeit, Bildungspolitik, Kompetenzvermittlung aussehen kann oder was auch in dem Bereich schon gemacht wird, damit das überhaupt in Richtung Gleichstellung gehen kann und mit dem ganzen Rattenschwanz, der an Kompetenzen eigentlich hinten dran hängt. Also weil auch gerade dieses Thema Postwachstumsgesellschaft reinkam, habe ich auch einen Link geteilt zu psychischen Ressourcen, die man braucht, um überhaupt in der Postwachstumsgesellschaft quasi leben und glücklich sein zu können. Und inwiefern auch mit einer Gleichstellungspolitik nicht schon in einem Schulalter, Kinder-, Jugendlichenalter angesetzt werden könnte, in dem beispielsweise eben Kompetenzen vermittelt werden für Selbstfürsorge. Weil das ist ja so der Kern, wenn ich gut für mich sorgen kann und weiß, wann es mir gut geht, wann es mir schlecht geht, dann habe ich vielleicht auch die Empathie, das auf andere auszuweiten. Ja, ganz herzlichen Dank. Das waren viele Punkte, die in dem Beitrag jetzt drin waren. Einerseits die Frage, wie vermittelt man diese Kompetenzen dazu? Das wäre eher die individuelle Ebene, aber das andere wäre natürlich auch die strukturelle Ebene. Das war auch was, was eben schon im Chat aufbrandete. Also muss man sich Caring Masculinities erstmal leisten können oder welche Schicht
kann sich das überhaupt leisten, da eben Modelle oder Lebensentwürfe zu machen, die tatsächlich eben auch dann Familien ernähren und eben tatsächlich weiterführen. Das waren vielleicht beide Fragen, die ich erstmal in gewohnter Weise an Sigar Scholz weitergeben würde und dann Hans Prömper als zweiten. Ja, Bildungsseminare machen wir jetzt nicht. Also worum wir uns bemühen, ist eben immer wieder ein Transfer in die Jungenarbeit hinein, dass man sich da auch gegenseitig austauscht, Forschungsergebnisse rübergenommen werden, aber gleichzeitig eben auch die Ideen aus der Jungenarbeit bei uns in der Forschung ankommen. Und die Bildungsseminare, die dann notwendig wären und sich daraus entwickeln könnten, das ist dann eben nicht mehr so der Part, den wir an der Hochschule leisten können. Aber ich habe ja auch gesehen, Daniel Holtermann ist ja auch heute mit da, der auch das Projekt Boys in Care gemacht hat. Also vielleicht können da einfach die anderen auch nochmal ein Stückchen mehr beitragen. Beim Zuhören ist mir aber noch eine wichtige Sache eingefallen, die ich auch nochmal fragen möchte an Hans Prömper, weil was jetzt immer ganz stark gemacht worden ist, ist diese Aktivität im Alter und das, was mit Tronto als Caregiving bezeichnet werden kann, ne? Also die Männer als Caregeber. Und was wir auch in dem Material sehen bei unseren Forschungen ist, was Männern doch schwerfällt, ist dieses in der Position des Care-Receiving zu sein. Also eben auch nicht mehr so stark aktiv zu sein zu können und auf die Pflege und auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Das würde mich interessieren, ob das in dem Kreis alternde Männer, Männlichkeiten, Politiken auch diskutiert wird, weil ich das auch nochmal ein wichtiges Thema finde. Also sehe auch Daniel, Daniel meldet sich auch gerade. Ne? Den sehe ich noch nicht an dieser Stelle, aber gut. Wenn ich jetzt direkt gefragt war, also ich kann dazu jetzt keine Zahlen oder so etwas liefern, aber ich mache gleichzeitig im Moment noch ein Seminar an der Uni des dritten Lebensalters zum Thema Verletzlichkeit. Und diese Frage, inwieweit ich mich selber als verletzbaren, verletzlichen Menschen erlebe, egal ob ich Mann oder Frau bin und was es eigentlich alles für Formen von Verletzungen gibt und wie ich damit umgehe. Und dass ich überhaupt Verletzbarkeit als etwas wahrnehme, was zu meinem Leben gehören kann, womit ich rechnen muss und das auch, dass das mich trifft und auch andere. Das ist etwas, was ich bei vielen Älteren auch als eine Möglichkeit, die zumindest in den Bereich des Möglichen kommt, sehe. Und ich bin manchmal immer wieder überrascht, wenn ich feststelle, dass ältere Männer, denen ich das gar nicht zugeschrieben hätte von ihrer beruflichen Karriere her, als Ingenieur, als Betriebswirt oder andere, auf einmal in Hospizarbeit gehen oder in Palliativmedizin oder anderes machen, wo sie einfach merken, wir sind nochmal auch in unserer eigenen Art auf Hilfe von anderen angewiesen. Und wir hatten vor ein paar Wochen eine Veranstaltung zum Thema, also zum Equal Care Day, wo was Ältere anbelangt im Altenheim, also was ganz Wichtiges ist, ob ich auch Hilfe annehmen kann, also ob ich mich selber als jemanden wahrnehme, der ja, das entgegennehmen kann, ohne jetzt dafür irgendwie ein schlechtes Gewissen haben zu müssen oder sonst was. Also ich kann es noch nicht anders formulieren, aber das ist jedenfalls was Wichtiges, dass es wechselseitig, dass ja eine Wechselseitigkeit drin steckt. Ne? Also Fürsorglichkeit ist was Wechselseitiges, kann nicht nur einseitig gegeben werden, das wäre Paternalismus. Im Chat taucht auch die Frage nach sorgsamen Männlichkeiten als Begriff auf. Was haltet ihr denn davon? Das ist nichts Falsches, aber okay. Das ist immer die Frage, ich weiß auch bei Sorge, dann kommt eher ein Mann, wie viele Sorgen habe ich denn? Also, dass es eher was Belastendes ist und Sorgsames redet in Richtung Achtsamkeit und so. Also, das ist, wir müssen immer gucken,
Welche Wortfelder bedienen wir und wie klar ist das? Und wie, ja. Ich glaube, das seid ihr beiden euch einig an dieser Stelle. Gut, was im Chat auch nochmal eine Rolle spielte, war das mit den Väterkuren. Also das ist eine relativ neue gesetzliche Leistung, erst Mitte des letzten Jahrzehnts überhaupt verankert worden. Und natürlich waren die klassischen Mütter-Kind-Kuren auf Mütter-Kind-Kuren eingelegt. Deshalb heißt es auch noch Müttergenesungswerk. Aber da ist auch ein Umbruch in der Szene zu beobachten. Die haben Qualitätskriterien für Väterkuren entwickelt. Das trifft jetzt noch nicht jede Einrichtung in diesem Bereich, aber immer mehr Einrichtungen bieten auch väterspezifische Angebote ab. Also das war nur ein Punkt aus dem Chat, den wir noch nicht weiter beachtet haben an dieser Stelle. Ich würde gerne mit Doug Schölper, der eigentlich den Abschluss moderieren wollte, nochmal vor laufenden Kameras gucken, ob wir die Plätze tauschen oder ob du vielleicht jetzt aufs Podium kommst, weil wir suchen natürlich als Bundesforum eben natürlich auch gucken, welche gleichstellungspolitischen Fragestellungen oder welche Bündnispartner brauchen wir auf dieser Ebene. Und da wollte Doug mir eigentlich die Möglichkeit lassen, als Vorsitzenden das hier Stellung zu nehmen. Aber er kann natürlich als Geschäftsführer auch in die Diskussion einsteigen. Also mir ist es gleich, wie wir das jetzt machen. Also wir haben jetzt einfach so weiter diskutiert und mit viel Publikumsbeteiligung. Insofern, be free. Also. Thomas, vielen Dank für das Angebot, aber eure organische Diskussion und so muss ich jetzt nicht reingrätschen. Ich brauche aber auch keinen Platz im Moment am Podium. Es läuft so toll und anregend und spannend. Von daher muss ich mich da jetzt gar nicht reindrängeln. Wenn du allerdings ein Pausenbedürfnis hast, übernehme ich gerne und nehme den Hut. Sag du. Also ich kann noch. Also und ich meine, das Publikum macht es uns ja auch sehr einfach weil, oder sehr leicht, weil es irgendwie, es sind sehr viele Fragen im Chat. Also auch nochmal danke für die vielen Literaturhinweise, die man so schnell gar nicht aufrufen kann. Und es sind sehr viele Wortmeldungen. Deshalb Tobias, Bohne und mehr reicht es wieder nicht. Also das ist, tut mir leid, dass ich immer nur die halben Nachnamen sagen kann. Oder vielleicht war das auch schon der ganze und dann kommt die Institution. Aber einfach immer nochmal vorstellen. Ich glaube, der Michael Stiefel war schon länger als ich. Obwohl, der war vor mir. Ich sehe das, also bei mir reicht es das ja immer. Michael Stiefel, ich wollte niemanden, Michael Stiefel sehe ich gar nicht bei mir. Ja, ich bin auch ohne Bild da. Ach so, okay. Mich vielleicht. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage. Ich wollte sie gerade schon im Chat schreiben. Mich beschäftigt eigentlich, Care macht ja mit irgendjemand etwas, jemand zum Objekt. Was ist denn eigentlich der Gegenbegriff? Also was ist denn die Sichtweise des Care-Objektes? Wie bezeichnet man das? Das ist natürlich was sehr Unterschiedliches, was ein kleines Kind möchte. Und Herr Prömper hat es ja gerade schon angedeutet, im Alter kommt man dann plötzlich in die Rolle, dass man Objekt und Subjekt von Care wird, was dann Verletzlichkeiten und Ähnliches widerspiegelt. Sie haben es kurz mit den Jugendlichen erwähnt, aber was ist, wie bezeichnet man das? Was ist der Gegenbegriff zu Care? Mhm. Frau Scholz. Ja, genau. Also in der Care-Ethik-Debatte, und die Begriffe sind leider immer alle englisch, wird nicht davon ausgegangen, dass die Person, auf die sich Care richtet, als Objekt gesehen wird, sondern immer als eine zwischenmenschliche, interaktive Beziehung. Und dann geht man eben aus vom Caregiver, also der, der die Care-Arbeit macht, und Care-Receiver, der sie empfängt. Und ich glaube, es macht wirklich Sinn, also das nicht als Objekt zu begreifen, sondern immer als eine Beziehung, eine interaktive Beziehung. Auch ein Kind, also die spannende Frage ist ja, also gelingt es dem Erwachsenen, die Bedürfnisse des Kindes zu identifizieren und wie reagiert das Kind darauf? Und wir haben beispielsweise, also um das nochmal deutlicher zu machen, wir haben eine Forschung, die macht Kevin Stützel an meinem Arbeitsbereich zu jungen Männern in der Altenpflege. Und das passt wiederum zu Hans Prömpers Projekten ganz gut. Also die Menschen, die dann in Altenheimen sind, in Pflegeheimen sind, die werden ja häufig auch so als passive, alte, kranke Menschen wahrgenommen. Und was die jungen Männer aber beschreiben, sind sehr intensive Beziehungen. Also was eben auch zurückkommt an Anerkennung und ja, auch was sie beschreiben, dass sie da für ihr Leben ganz viel lernen können, wenn eben aus den Biografien erzählt wird. Deswegen würde ich immer sagen, es ist ein interaktives Wechselverhältnis
Und wenn man jetzt auf die Care-Ethik guckt, dann würden die auch sagen, also nicht nur auf Menschen bezogen, sondern eben auch beispielsweise auf Tiere. Und die ganze Debatte in der Wissenschaft geht ja dann nochmal so ein Stückchen weiter auf Dinge bezogen. Also Hans Prömper hat es ja vorhin schon gesagt, die Resonanztheorie von Hartmut Rosa, der geht ja davon aus, dass eben auch die Dinge, mit denen wir interagieren, uns bestimmte Handlungsweisen nahelegen. Gut, das ist so ein Aspekt, den finde ich sehr spannend. Da bin ich nicht so drin, aber ich würde sagen, der Objektbegriff greift an der Stelle nicht. Also, sondern würde wirklich plädieren, dass wir es als interaktive Beziehungen begreifen. Hans, ganz kurz dazu, wir haben eine ganz lange Rednerliste. Ja, ja. Also kurz aus, ich habe es gerade mal nachgelesen, kurz aus Sicht der Gerontologie, also Andreas Kruse sagt, Sorge ist etwas zutiefst Bezogenes und selbst der Umsorgte muss, um gut sich umsorgt zu fühlen, das Gefühl haben, auch ich kann noch etwas geben. Also das ist etwas Wechselseitiges. Ja. Ich habe jetzt gemerkt, warum ich Michael Stiefel nicht beachtet habe an dieser Stelle, weil ich die ausgeschalteten Kameras hier nur am unteren Ende der Liste sehe. Da ist auch Daniel Holtermann drunter. Also ich habe jetzt auf der Liste erstmal Tobias Wonnet, dann irgendwie Daniel Holtermann, dann nochmal Hagen Botek und dann Heiner Fischer. Also Herr Bonnet, danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben, eben, dass andere vor Ihnen waren. Jetzt sind Sie dran. Sehr gerne. Ja, Tobias Bonnet aus Dresden, eigentlich fürs Papa-Café hier teilnehmend, aber jetzt nochmal aus meinem Hauptjob in der mobilen Jugendarbeit herausreden, weil wir so über die Jugend ja auch jetzt gesprochen haben und im Chat ja auch nochmal das Thema war, was sagt die oder wie ist es in der Jugendarbeit. Also ich würde nochmal sagen, die Jugend ist, glaube ich, eine neue Lebensphase oder sie wird ja immer länger und sie muss auch irgendwie definiert werden. Also was ist Jugend eigentlich? Zurzeit stehen die halt zwischen den Kindern und den Erwachsenen. Ja, auch diesen schönen Spruch, Jugend ist unsere Zukunft in der Gesellschaft, aber nee, sind sie nicht, sie sind die Gegenwart auch. Und sie werden immer so behandelt, als wären sie die Zukunft, zukünftige Pflegekräfte, wie auch immer. Und was heißt es aber eigentlich in der Jugend? Ja, was heißt es als junger Mann eigentlich da zu sein? Und ich erlebe aber auch, dass da eine große Vielfalt da ist an jungen Männlichkeiten, also von wirklich Konsum bis hin zu sich Sorgen machen. Also wir hatten jetzt junge Männer auf der Straße, die gesagt haben, ich gehe jetzt nicht mehr in die große Gruppe rein, weil meine Oma ist zu Hause und ich habe Angst, dass ich sie mit Corona infiziere. Also da ist schon eine große Bandbreite einfach da. Genau, und da gäbe es für mich ja auch nochmal den Punkt, was kann man da entwickeln für junge Männer, da eine eigene Rolle zu finden und nicht das alte Kind zu sein oder die zukünftige Pflegefachkraft oder Silke Scholz, ist das Nicken schon der Einstieg in einen Beitrag, oder? Nee, ich glaube, das ist ja ein Kommentar und dem würde ich einfach nur zustimmen. Es ist interessant, dass unsere Diskussion vor allem auf diese Jugendlichen geht, also und auf die älteren Männer und dass wir quasi die ganze Phase dazwischen noch nicht diskutiert haben. Daniel Holtermann als nächstes. Ja, hallo, schönen guten Tag, Daniel Holtermann von Dissens Institut für Bildung und Forschung. Vielleicht kann ich ein bisschen was zu der Ebene dazwischen sagen. Zum einen wollte ich nochmal erwähnen, dass sowohl Marc Gärtner als auch Kader Eldit bei Dissens gearbeitet haben und sowohl auch Caring Masculinity ist irgendwie ein ganz zentraler Bestandteil von den letzten 15 Jahren Arbeit bei Dissens ist, also in dem Sinne die pädagogische Umsetzung. Das wollte ich nochmal erwähnen. Ganz vielen Dank für die Beiträge. Kurz, wie machen wir die pädagogische Umsetzung? Da habe ich sowohl mit Jugendlichen als auch mit Menschen im mittleren Alter, sage ich mal, gearbeitet, also mit Sozialarbeiterinnen, mit dem Arbeitsamt, mit Pädagoginnen. Und vor allem ganz wichtige Aspekte darin sind die Arbeit mit Geschlechterstereotypen, also was ist mit welchem Geschlecht verbunden. Und ganz wichtig, die Sichtbarkeit von Fürsorge. Also was oft nicht so, insbesondere bei männlich gelesenen Menschen, nicht vorkommt, ist sozusagen das als wertig zu sehen. Also wenn ich etwas anerkenne und sehe, dass etwas passiert, und Fürsorge ist manchmal sehr sichtbar und manchmal sehr unsichtbar, da ist es wichtig, die Sichtbarkeit herzustellen. Ne? Wir haben da so ein paar Methoden zu entwickelt. Und dann wird der Konnex auch erst sichtbar, auch bei Menschen, bei den Sozialpädagoginnen oder im Arbeitsamt war das dann erst so dieser Punkt, wo gesehen wurde, aha, ich kann zum Beispiel Männern ja auch Fürsorgeberufe empfehlen. Das war vorher gar nicht so, ich sag mal, bewusst.
Und diese mit diesen Stereotypen sozusagen, die implizit ja sehr wirkmächtig sind, die explizit deutlich zu machen, das ist ein wichtiger pädagogischer Ansatz. Und dazu genau haben wir dieses Handbuch veröffentlicht, das auch auf der Seite, die ich gerade verlinkt habe, vorhin schon. Und noch ein anderer Punkt, wir hatten ja über Alter und Fürsorge gesprochen oder die These, dass insbesondere der Opa sozusagen oder im älteren Alter, da ist ja schon Fürsorge explizit in dem Bild drin. Ein Opa ist meiner Interpretation nach per se mit Fürsorge verbunden, während ein Vater eher das Reglementierende vielleicht als Stereotyp mit überprüft. Und warum die, also alles Thesen jetzt, nicht wissenschaftlich verifiziert, aber es kam in meinen Kopf, warum vielleicht das bei Jugendlichen vielleicht auch nicht so explizit wird, genannt wird, der Vater als Fürsorgeperson, ist ja auch der Individualisierungsprozess. Ne? In diesem Sinne von wegen, gerade da möchte ich mit nichts zu tun haben und ne, also pubertäre Aspekte will ich das so nennen. Okay, das war jetzt mein Statement, keine Fragen, aber ich danke fürs Zuhören. Aber tolles Statement, auch nochmal viele Aspekte, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Die Rednerliste ist noch relativ lang, deshalb würde ich auch einfach fortfahren damit. Hagen Botek hat sich nochmal gemeldet. Vielen Dank nochmal. Ich würde da gerne nochmal auch ein Statement, Anregungen, Fragezeichen vielleicht auch nochmal, wo könnte es hingehen? Ich begreife so ein Stück die jungen Männerarbeit auch ein bisschen so eine Blase von interessierten und engagierten Männern. Und aus meiner Sicht oder ja, ich glaube, es wäre auch wichtig, da so ein bisschen rauszukommen. Und machen wir ein Wir. Es gibt ja in Thüringen ja auch die Landesarbeitsgemeinschaft für Jungen und Männerarbeit. Es gibt das, wie gesagt, das Projekt A4 und wir haben jetzt im Zuge des Vatertages vor ein paar Wochen männerpolitische Impulse an die Regierung, also an die Thüringer Regierung hinausgesendet, zusammen mit der Bundeskoordinierungs- und Fachstelle für Männerschutz in Dresden. Da kam die Anregung auch dazu und da gab es auch eine entsprechende Zusammenarbeit, um das Ganze zu institutionalisieren. Also das heißt, das Thema auch ein Stück in das politische Geschehen hineinzubringen, weil ich glaube, es gibt ja Männer. Ich meine, es waren am Anfang hier 99 Männer und ich weiß, dass es nur in Thüringen gibt es ja auch Netzwerke, Männernetzwerke. Das heißt, es gibt engagierte Männer und es gibt auch Projekte, die Jung- und Männerarbeit auch durchführen. Und die Frage wäre jetzt, ne, das ist ja auch ein Thema, das in der Sozialarbeit schon mal diskutiert worden ist, wie kriegen wir das Ganze auf eine politische Ebene? Und das würde ich jetzt auch nochmal für die Jung- und Männerarbeit sehen, die Frage, wie kriegen wir das in eine politische Ebene? Und das wäre zum Beispiel ein Impuls zu sagen, was ist denn mit einem Gleichstellungsbeauftragten zum Beispiel, mit einem männlichen Gleichstellungsbeauftragten zum Beispiel, der sich dann eben auf einer entsprechenden Länderebene damit auseinandersetzt, wie können dann Anregungen und Impulse auch wieder aus der Regierung wieder in die Fachwelt und in die soziale Arbeit und in die Gesellschaft hineingebracht werden. Und das eine ist natürlich so das Thema, das fachliche Thema, und das andere ist natürlich Geld, weil Institutionalisierung bedeutet auch Geld. Und ich glaube, beides spielt in dem Bereich eine große Rolle. Insofern so ein bisschen ich hatte hier mir nochmal da geschrieben, so aus der Blase in die Gesellschaft. Ich glaube, das wäre auch nochmal so ein Schlagwort für mich. Danke. Dafür haben wir eine Viertelstunde Zeit, jede Menge Wortmeldungen. Also, weil ich danke erstmal für die große Disziplin auch bei den Wortmeldungen. Die Frage ist wirklich, wie kommen wir aus der Blase raus? Welche gleichstellungspolitischen Forderungen oder welche Bündnispartner finden wir da? Silka Scholz, eine kurze Antwort und Hans Pömper dann auch. Und dann habe ich 4 Leute auf meiner Rednerliste und ich fürchte, allmählich muss ich sie dann auch schließen. Das sind noch Heiner Fischer, Dag Stolper, Frank Scheinert und Andreas Hase. Wenn ich jemanden übersehen haben sollte, bitte nochmal da drauf machen. Silka Scholz, also. Ja, die Frage ist eben tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Und ich glaube, es geht darum, immer wieder dicke Bretter zu bohren. Ja, also wenn wir Projekte machen, die eben an der Schnittstelle zu Männer- und Jungenpolitik sind, entsprechende Handlungsempfehlungen zu formulieren und versuchen, diese in die Debatte zu bringen. Das ist das, was wir jetzt aus der Wissenschaft leisten können. Und hoffentlich mit solchen Veranstaltungen wie heute auch Impulse zu geben, dass das versucht wird, über diesen Kreis hinaus dann populär zu machen. Hans Pömper, eine Antwort darauf?
Ich habe auch nicht den Tipp, die oder die müsst ihr jetzt irgendwie einbeziehen. Ich kann immer nur darauf hinweisen und sagen, also wir müssen einfach sensibel sein und unsere Ohren und Augen aufsperren für das, was sich tut. Und ich habe immer wieder gemerkt, also dass es manchmal Dinge gibt, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Also beispielsweise Vater-Kind-Kuren fiel mir ein. Es gab vor 10, 15 Jahren einen Mitarbeiter von der Familienbildungsstätte, der hatte das in seinem Programm, Vater-Kind-Kuren in der Familienbildungsstätte. Ob das wirklich finanziert worden ist, ob der weiterkam, weiß ich nicht. Aber wenn wir solche Dinge entdecken, dann sollten wir da irgendwie die Spots drauf anmachen. Also Vater-Kind-Kuren sind eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen, eine verpflichtende Leistung, wenn quasi eine Behandlungsbedürftigkeit vorgesehen wird und daraus wird es auch bezahlt eigentlich. Also das ist mittlerweile, ich glaube 2005 ist das in den Leistungskatalog eingeführt worden. Aber es dauert lange, bis die Institutionen darauf eingestellt sind oder auch die Beratung vor Ort, eben die Caritas waren die ersten, die das irgendwie umgesetzt haben und also da ist es ein weiter Weg dahin, zumindest in einigen Landesverbänden, bis da qualitätsvolle Angebote auch da sind. Heiner Fischer. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Also ich bin Vaterberater hier in Krefeld, unter anderem im Kinderschutzbund, aber auch in freiberuflicher Tätigkeit, aber im Moment ja Vollzeit zu Hause als Vater in Elternzeit seit 2 Jahren ungefähr, kehre aber dann wieder in Teilzeit zurück. Das, was mir begegnet, der erste Impuls, wenn Angebote geschaffen werden, das ist erstmal so, huch, da kommt ein privilegierter Mann, der jetzt ein Angebot für andere Väter oder Männer machen möchte und im Grunde so dieses Toxische mit, schwingt dann immer gleich mit, dass der erste Impuls dann von den AdressatInnen oder gerade fachliche KollegInnen, dann der ist so, wollen wir das denn? Ist das denn überhaupt? Was will der überhaupt transportieren? Und das Gleiche oder das spiegeln mir dann auch die Väter wieder in den Seminaren oder auch in den Vätergruppen. Als Instrument dürfen wir dann herhalten für eine neue Männlichkeit, aber sie wird uns selber dann wieder abgeschrieben oder als toxisch deklariert, wenn wir es dann doch anders machen wollen. Und das ist auch wieder so ein Spannungsfeld, den ich total interessant finde und total spannend finde. Also diese Reduzierung der Männer oder männlich gelesener Menschen und Väter auf jetzt eine feministische Sichtweise auf Vaterschaft zu leben, also diesen gesellschaftlichen Wandel dann voranzutreiben. Gleichzeitig wird es ihnen aber abgesprochen, das dann auch wirklich leben zu wollen oder leben zu können. Also nicht nur von ExpertInnen, sondern auch halt von Menschen in ihrem Umfeld. Und das bringt mich dann so ein bisschen zu meiner zweiten Frage oder ja, jetzt speziell an Silka Schulz. Sie haben gesprochen von Politik der Deprivilegierung und sagen halt die Überwindung der alten Männerbilder, also gerade das Gewaltvolle, der Mann als Gewaltvolle und das Erzeugen neuer Männerbilder. Und das haben Sie ja auch im Grunde gefragt, wie schaffen wir es oder wie können wir es schaffen? Und dann vielleicht auch an Hans Prömper, so diesen Generationen die Frage, also ich versuche das zu verbinden, nicht nur die horizontale Ebene zu sehen, sondern auch die vertikale. Also Sie haben ja gesprochen, Herr Prömper, von Pionieren, die alten Männer, alten Väter als Pioniere, eher in ihrem Alterskreis oder dann halt auch als Vorbilder zu fungieren und als Wegweiser in die junge Generation herein. Das sind so meine Gedanken jetzt gerade so dazu. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank auch. Ich finde übrigens nur, by the way, wir haben sehr viele Bilder von fürsorgenden Männlichkeiten jetzt in diesen Beiträgen schon gesehen, also sehr anschauliche Punkte, also was sie auch aus ihrer Lebenspraxis oder aus ihren beruflichen Feldern jetzt mitbringen. Silka Scholz. Ja, also diese Ambivalenzen, die Sie beschreiben, das beschreibt ja Mara Kastein in ihrem Buch auch sehr genau. Und von daher denke ich, ist wirklich auch viel Arbeit notwendig, dass sich Frauenpolitiken, feministische Gleichstellungspolitiken auch noch mal stärker mit Männern und Männlichkeit auseinandersetzen. Ne? Also dem würde ich absolut zustimmen. Ich versuche das zu tun. Aber es machen nicht alle, das ist richtig. Und die Frage, wie genau kann das aussehen? Also wir hatten eben, was ich eingangs auch schon sagte, Akteure aus dem Umfeld in Jena, die dann auf den Degrowth-Konferenzen so große Workshops zu Männern und Männlichkeiten gemacht haben. Das war Wahnsinn. Da sind unglaublich viele Leute hingekommen. Und was
da überhaupt möglich war, war eben über dieses Thema zu reden. Also wo man erstmal merkt, es müssen erstmal Räume geschaffen werden, um sich damit auseinanderzusetzen. Was hat denn Degrowth überhaupt mit hegemonialer Männlichkeit zu tun? Und wie könnten dann Alternativen aussehen? Ja, also wir sind da wirklich noch so an so einer Basisarbeit, überhaupt erstmal diese gesellschaftliche Sensibilisierung stattfinden zu lassen. Also in meiner Antwort möchte ich das verknüpfen. Also jetzt, Sylka Scholz hatte ganz am Anfang den Begriff der romantischen Sehnsuchtskategorie eingebracht und gesagt, also Männer sehnen sich danach, sich legitim um Kinder, Ältere, andere Menschen, um anderes kümmern zu können. Und dieses legitim, da steckt drin, also was ist für uns, was sind eigentlich für uns die in uns vorhandenen und treibenden Bilder anerkannter Männlichkeit. Und da, ich lese gerade von Norbert Elias über die Deutschen und lerne, dass wir aus einer Kultur des Duellierens kommen im 19. Jahrhundert. Und das ist Hintergrund auch von Faschismus gewesen. Also wenn ich mir das immer klar mache, wo mein Vater, Kriegsteilnehmer, russische Kriegsgefangenschaft, was heißt das eigentlich? 10% haben überlebt von denen, die in Gefangenschaft geraten sind, frage ich mich immer, welche inneren Wege müssen wir eigentlich gehen, um unsere eigene Legitimität zu verstehen. Wir sind Menschen, die nicht nur kämpfen und martialische Dinge tun müssen und da unsere Männlichkeit beweisen, sondern die sich kümmern um andere und dass das unser Job ist als Menschen, egal ob Männer, Frauen oder... Ja. Dirk Schölper, jetzt doch auf dem Podium. Ja, nur ganz kurz. Also ich finde ja die Debatte auch total spannend. Also das Bild, was ich im Kopf habe, mit dem Staubsauger gegen MG und Schwert anzutreten, das wird natürlich eine hehre Herausforderung. Und was es dafür braucht, ist eindeutig einerseits Ungeduld, aber auf der anderen Seite eben auch Langmut. Denn um das hinzubekommen, was jetzt auch noch zuletzt gesagt wurde, also wirklich zu einer Legitimität, die nicht nur ich ermächtige mich selbst und ich werde damit womöglich zum Held irgendwie eines Alltags und ist mir egal, ob ich Pantoffelheld oder Ähnliches genannt werde, ich ziehe das durch, das Programm, um mich fürsorglich einzubringen. Das braucht auf jeden Fall Langmut und auch einen gewissen Heldenmut dabei. Aber ich will das gar nicht überstrapazieren. Ich wollte nur einmal kurz informieren, weil die Frage war, wo sind denn die dicken Bretter und wer bohrt da politisch dran? Das Bundesforum Männer macht das in seinem Alltagsgeschäft. Ich wollte nur mal kurz einen Einblick geben. Wir sind Mitglieder im Bündnis Kindergrundsicherung, im Beirat für die Pflege von Vereinbarkeit und Beruf, Mitglied im Bündnis für Sorge, Arbeit umverteilen. By the way, bitte gerne mitmachen, anklopfen und sagen, wir wollen da mit rein, falls Sie und ihr auch Organisationen angehört, die in diesen Bereichen irgendwie was zu bieten haben. Wir machen mit bei Stärker als Gewalt oder auch im Bund-Länder-Fachgesprächen im BMFSJ, um genau immer wieder diese Perspektive politisch einzubringen. Und das ist wirklich ein hartes Geschäft. Ich mache immer mein Lieblingsbeispiel bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Ist es ein Riesenunterschied, ob die Vereinbarkeitsfrage für die Hausfrau, die rein will, in den Arbeitsmarkt gestellt wird oder für den Mann, der 50 Stunden plus arbeitet und jetzt überlegt, wie kriege ich die Pflege organisiert. Und das sind einfach... Also es ist die gleiche Medaille, um die es geht, aber es sind trotzdem strukturell ganz andere Fragen, die zu stellen sind. Also Teilzeit runter reduzieren oder überhaupt einsteigen sind eben zwei verschiedene Dinge. Und diesen Perspektivwechsel hinzukriegen und das nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zu sagen, es sind berechtigte gemeinsame Anliegen, das ist unser Tagesgeschäft und das ist extrem mühsam, weil weder die eine Seite der Medaille noch die andere der Medaille gehört werden will. Also gerade von Arbeitgeberseite ist das immer wieder ein hartes Brett, überhaupt dafür Verständnis zu haben, weil die sagen, wir müssen einfach Cashflow organisieren, da sind diese privaten Problemchen der Leute erstmal nachrangig und sie haben keine Konzepte. Also wenn man BDA und ähnliche fragt, die haben keine Konzepte dafür, die hoffen auf gute Beispiele, auf diese verweisen. Aber dass sich so ein Arbeitgeberverband auf den Weg machen würde, um zu sagen, wir gucken jetzt als arbeitgeberische Verantwortung mal an, wie kriegen die Leute eine gute Vereinbarkeit hin für Pflege, für Selbstsorge, für Kindererziehung. Nein, tun sie nicht. Und ich glaube, das ist unser Job, da wirklich an den Toren zu rütteln und zu sagen, auch Männer haben diese Fragen und wir machen uns da gemeinsam mit Frauen auf den Weg, um das zu verändern.
Das hatte fast schon Abschlusscharakter an dieser Stelle. Sorry, war nicht so gemeint. Nein, nein, war gut, war gut. Also war auch gut, dass du nochmal tatsächlich die Ansatzpunkte des Bundesforums deutlich gemacht hast, wo wir Politik versuchen zu machen in diese Richtung. Aber ich habe noch zwei Wortmeldungen und dann würde ich quasi eine letzte Runde auf dem Podium einleiten. Frank Scheinert ist als erster der letzten beiden Wortmeldungen. Ja, Frank Scheinert, Bundesforum, Koordinierungsstelle Männergewaltschutz. Oft eigentlich in Verletzungsaspekten, aber ich will heute mal eher die individuelle Ebene hervorheben. Also mir ist bewusst geworden, dass Pflegende, also jetzt im Rahmen der Diskussion, dass Pflegende immer eine Ressourcenentscheidung treffen müssen. Also sie müssen erstmal eine Entscheidung treffen, Vollzeit oder Teilzeit. Die müssen dann, wenn man verschiedene Lebenslagen sich anschaut, bei Familiengründung und Kindererziehung die Frage entscheiden, wo bleibe ich mit meiner Selbstsorge? Erstmal als Beispiel. Die müssen später, wenn Kinder größer werden, vielleicht sogar aus dem Haus gehen, Enkelkinder kommen, eine Entscheidung treffen, kümmere ich mich jetzt um die Enkelkinder oder, wie Thomas Wilde vorhin gesagt hat, räume ich jetzt die Wohnung aus von meinen Eltern, weil sie pflegebedürftig sind. Also auch da muss ich immer eine Ressourcenentscheidung treffen zwischen mir selbst, zwischen den unterschiedlichen Anfragen an mich, wo will ich mich engagieren, wo kann ich mich engagieren, ohne dass ich selbst zum Pflegenden werde. Ne? Und irgendwann muss ich natürlich eine Entscheidung fällen, wie ist das eben mit der Pflege der Eltern und der eigenen Sorge für mich und als Selbstsorge immer dabei. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Entscheidung, die Einzelne treffen müssen. Und wenn wir darüber reden, was brauchen wir an Strukturen, dann ist mir heute bewusst geworden, klar, wir brauchen Netzwerkstrukturen, wir brauchen dafür Geld, ganz klar. Wir brauchen politische Unterstützung. Aber diese muss immer mit dem Zielfokus verbunden sein, dass wir in der Männerberatung oder in anderen Bereichen Männer unterstützen, sich in der Pflege zu engagieren und auch selbstbewusst dann Entscheidungen zu fällen und fällen zu müssen, wo jetzt vielleicht für eine bestimmte Lebensphase auch der Fokus liegt, sich im Care-Bereich zu engagieren. Vielleicht mal soweit. Ja, danke Frank Scheinert für dieses deutliche Statement. Ich würde gleich weitergehen zu Andreas Hase. Erstmal hallo, Andreas Hase aus Detmold. Ich würde einen kleinen Beitrag noch dahingehend, das passt ganz gut zu Frank Scheinert. Ich hatte vor Jahren die Möglichkeit, über einen Job mit einer Gleichstellungsbeauftragten einen Kurs für Männer, einen Pflegekurs für Männer anzubieten. Also Männer, die gezwungen waren, häuslich zu pflegen, sei es nun ihre Eltern oder ihre Partnerin, und die aus der Not heraus sozusagen nicht die Entscheidung treffen konnten, sondern die sozusagen getroffen wurde, dieses zu tun. Männer zwischen 30 und 70. Und wir haben einen Kurs entwickelt mit einer Pflegefachkraft zusammen und das miteinander verbunden. Also auf der einen Seite Pflege konkret zu machen anhand einer Pflege oder mit Hilfe einer Pflegefachkraft. Und mein Part war sozusagen, ja, die Männer nochmal zu motivieren oder zu gucken, was ist eigentlich ihre Rolle als pflegender Mann. Und was mir ganz wichtig dabei war oder was mir hängen geblieben ist, sie aus der Isolation rauszuholen, aus dem Alleinsein rauszuholen, in Pflegetätigkeit zu gehen oder zu pflegen. Und das war ein großer Gewinn für die Männer, da in eine Gruppe reinzukommen und nicht allein dazustehen in der Gesellschaft. Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal für dieses Schlaglicht auf dieses Thema pflegende Männer. Wir haben jetzt nicht lange Zeit für lange Abschiedsworte oder lange aber wenn vielleicht die Frage an Sie beiden, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, also was sich als erstes ändern soll oder wo das Bundesforum als nächstes dranbleiben soll, aus dieser Diskussion auch jetzt, die wir gemeinsam hatten, was wäre das? Jetzt fange ich mal andersrum an, damit Frau Scholz nochmal, das war ja ungerecht, dass ich sie immer als erstes dran getroffen habe. Hans, du darfst starten. Also ganz kurz, mir würde genügen, wenn wir eine Zeit haben, wo uns beim Thema Care nicht automatisch einfällt, Sorge, Arbeit und Frauentätigkeit. Sehr prägnantes Abschlussbeitrag, Frau Scholz. Naja, mein Eindruck ist, es gibt einfach ganz viele Initiativen, davon haben wir heute gehört.
Es gibt vom Bundesforum Männer dann, was Dag jetzt nochmal vorgestellt hat, eine ganze Reihe von Initiativen. Und gleichzeitig brauchen wir einen Diskursraum. Also das hat man ja heute deutlich gemerkt. Und dieser Diskursraum müsste sich eben auch öffnen über dieses Fachgespräch hinein in die Gesellschaft. Also dass man nicht immer nur über toxische Männlichkeiten redet, sondern eben auch über Sorge, Fürsorge, Männer und Männlichkeiten. Also wenn man da die Zeitung aufschlagen würde und da ganz normale Beiträge liest, das fände ich, wäre schon eine tolle Sache. Auch das war ein sehr prägnantes Schlusswort, ein guter Wunsch zum Schluss auch für unsere Arbeit im Bundesforum. Wir haben ja auch, und ich glaube auch, es sind die Räume, wir haben ja jetzt an dem Diskurs heute auch gesehen, wie vielfältig das ist und welche Aspekte da alles eben eine Rolle spielen können und auch wo mögliche Bündnispartner sind. Sie haben es selber gesagt, mit der Postwachstumsgesellschaft haben wir vielleicht auch nochmal ein politisches Konstrukt, wo wirklich viele Punkte sind, die gleiche Ziele haben und wo man gleichstellungspolitische Ziele mit verbinden kann. Wir haben nicht alles andiskutieren können, nicht alle Lebensphasen und auch nicht alle Sorgen von Männlichkeiten oder Fürsorgende und Männlichkeiten, die es dort eben tatsächlich zu besprechen wären. Aber wir haben gesehen, es gibt viele Aspekte und da bedanke ich mich bei Ihnen als Publikum, dass Sie so lange bei uns geblieben sind, so heftig diskutiert haben. Wir werden den Chat auch dokumentieren und vielleicht daraus auch noch eine Linkliste erstellen. Und es war ja von dicken Brettern die Rede. Dazu kann man natürlich immer Max Weber zitieren. In Politik als Beruf hat er 1919 schon geschrieben, die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Ich glaube, Leidenschaft und Augenmaß hatten wir alle in dieser Diskussion und deshalb hoffe ich, dass wir gemeinsam mit dem Bundesforum an diesen dicken Brettern weiter bohren können und danke den beiden Referentinnen für die tollen Impulse und die Sprachfähigkeit zu jeder Frage oder zu jedem Aspekt, der da gekommen ist und allen Teilnehmenden, dass sie tatsächlich so heftig diskutiert haben und so lange dabei waren. Und ich hoffe, wir können da auf dem Weg zu Caring Masculinities weiter voranschreiten und das zu einem heftigen gleichstellungspolitischen Thema machen. Vielen Dank.